Hey ho, Freunde, ich bin's, der V-Bot, ich grüße euch wieder mal zu Wir spielen Minecraft. Ne? Bin ja wieder ein bisschen durchgestartet hier. Bin jetzt in Macker, laufe mal runter in den Keller, denn ja, so wohnlich es oben auch schon sein mag, so gefährlich ist es noch unten im Keller. Also es ist schon noch relativ unheimlich hier unten. Deswegen habe ich mal vor, hier unten auch mal ein bisschen abzusichern. Da ist mein Gift-Spin-Spawner, ne, wo ich mal ein bisschen hochleveln kann. Aber machen wir jetzt nicht. Ist zu langweilig. Ne? Habe ich nur gebaut, weil das heutzutage jeder hat. Das gehört zum guten Ton, so ein Gerät. Ne? Nö, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Licht rein, hier mal ein bisschen Luft, alles und beseitige mal so ein paar Brocken, die mir im Weg stehen. Werd hier auch häufiger noch von Zombies angegriffen. War also gerade schon mal ein bisschen gucken und... Ups. Ich habe ja hier schon viel erkundet, hier unten, ne? Aber... Ist das denn da vorne? Ah ne, es ist nur so... Also es gibt hier noch unheimlich viele Giftspinnen, Spawner und... also Sachen... deswegen würde ich vielleicht die Ecke auch nochmal weg. Dass man diesen ganzen Bereich hier auch mal ein bisschen mehr überblicken kann. Okay. Okay. Die Level sind mir egal. Der Spawnpunkt ist gesetzt. Ich bin nicht weit entfernt. Deswegen sage ich jetzt mal... War was? Das war ja sowieso gewollt von mir, ne? Ich wollte mal ein bisschen Action. Nein, ich habe mich schon etwas erschreckt. Das berühmte Zischen. Und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Ja, aber ich habe euch ja genau das erklärt, ne? Dass es echt wahnsinnig gefährlich ist hier unten noch. Bin jetzt auch mal ein bisschen leiser. Das ist auch immer so typisch, wenn wenn man so Videos macht, ne? Man hört dann oft so... Was war das denn? Hallo? Mal eben schnell das Schwert auf die 1. Was war denn jetzt los? Hier ist doch gar keiner. Mein Bogen ist weg. Egal, hier ist sowieso Nahkampf angesagt, ne? Ja, aber was war das denn jetzt gerade? Er hier. Mensch. Oh, der hat wieder seine Kumpels gerufen, wetten. Ja, was wollte ich erzählen? Ja, es ist normal, wenn man so Videos dreht. Viele sitzen dann da und lachen sich kaputt. Hat der den Creeper nicht gesehen oder hat der den Zombie nicht gesehen oder hat der das nicht gehört und so, ne? Aber ist was ganz anderes, einfach zu gucken oder selber drehen. Ihr müsst das mal machen, dreht euch mal selber. Und dann schaut ihr euch das hinterher nochmal an. Dann werdet ihr feststellen, dass euch das genauso geht. Man übersieht tatsächlich sehr viel. Und man weiß das natürlich nie, weil man ja nie sich objektiv über die Schulter schaut. Aber wo kommen die jetzt alle her hier? Ist ja aber gut. Man hat ja, wenn man alleine spielt, immer natürlich subjektiv den Eindruck, man macht alles richtig und man sieht auch alles.
Aber das ist überhaupt nicht der Fall, ne? Genauso mit dem Hören, wenn man jetzt die ganze Zeit dabei redet. Deswegen versuche ich ja auch manchmal meine Stimme zu dämpfen, ne? Leise zu sprechen. Oder dann kommen wieder die nächsten Leute, die kommen dann mit diesen, oh, du machst hier den und den nach, ne? Weil ich dann so leise spreche und zufällig praktisch eine Stadt nebenan wohne, wie der Dieter Nuhr zum Beispiel, mit dem ich, was mich natürlich sehr ehrt, weil ich den auch wirklich mag, ne? Aber ja, mit dem werde ich oft verglichen so. Weil wir teilweise auch mal so leise reden und ne? Auch dieses so Fragende, ne, so, das macht er auch häufig so, ne? Das ist aber einfach, das ist auch die Region, ne? Ach, da ist doch mein Bogen. Oder habe ich dem jetzt den Zombie abgenommen? Ich kriege ja auch wirklich nichts mehr mit, also. So, wegen der Stein da wieder. Was ist jetzt los? Warum kann ich da den. Ach, die sind viel zu weit entfernt, okay. Ja, ich habe jetzt wirklich was aus den Augen. Ich gehe jetzt, ich buddel jetzt auch gar nicht mehr. Ich nehme jetzt eine Waffe und ich renne da jetzt rein. Und dann gucke ich mir das mal an. Da die Kiste zum Beispiel interessiert mich unheimlich. Gewesen bin ich hier schon überall. Ja, da ist jetzt natürlich altes Gammelbrot drin. Kiste mal abbauen, komm. Ja, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Andere vergleichen oder verglichen mich früher mit Rüdiger Hoffmann, was ich völlig überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, was ich klingen soll wie Rüdiger Hoffmann. Ich habe nichts gegen Rüdiger Hoffmann, ne? Aber erstmal mache ich das sowieso niemandem nach, ne? Weil es ja Blödsinn. Warum sollte ich jemand nachmachen? Ich bin doch schon selbst ein Mensch. Ne? So, jetzt wäre es ja sehr philosophisch heute. Wieder philosophische Folge angesagt. Ne? Das ist immer so unten in den Höhlen. Da muss man gegen seine eigene Angst anreden. Schienen sind immer gut. Nehmen wir die mal mit. Ah ja, lange keine Bahn mehr gebaut. Boah, weil es dann auch weitergeht, ne? Doch noch einiges zu erkunden. Lasse ich aber jetzt erstmal. Das sind immer diese Klebestellen. Die haue ich grundsätzlich gerne weg, weil man dann besser rennen kann. Man kann besser flüchten. Man rennt da nicht immer so vor. So, was ist denn hier jetzt noch? Und da hinten noch los? Ich höre ja was. Skelett. Da bin ich schon gewesen. Da geht es aber noch so richtig weit weg. Spinnenweben ganz übel, ne? Ja, also von wegen, ich habe hier alles erkundet. Das ist ja schon noch ein Bereich, wo ich mich ruhig nochmal blicken lassen kann. Das ist also schon noch recht ergiebig hier. Da-da-da. Altes Fackelprinzip, da habe ich jetzt nicht genug dabei, um richtig eine Erkundung zu starten. Komm, zeig dich. Oh weia. Da scheint der Mittelraum zu sein, der.
Da hinten. Na komm. Komm heran, Genghis Khan, wie ich immer so schön sage, ne? Ja, nicht lumpen lassen, rein in den Tod. Man stirbt nur einmal. Also. Was? Spinne? Okay. Dann bin ich erstmal wieder weg. Mit Spinnen kann ich nicht so. Also diese Giftspinnen, ne? Das finde ich, nö. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen unauffällig Ressourcen sichern und dann ist es doch gut. Mehr muss ja nicht sein hier. Ach, guck mal. Ausgerechnet da, wo meine Fackel hängt, das kann ich ja auch nicht leiden. Oh, da geht's ja weiter. Das ist nur der Nebengang. Alles harmlos. Lava. Wie tief bin ich denn? Würde sich denn lohnen? 25, ja, nicht so wirklich. Ob es sich lohnt, halt Lava trocken zu legen. Aber gut, Redstone oder sowas, ne? Ich weiß, ich habe keine Silberhacke dabei, aber guck hier, das Gold genauso. Aber ich weiß schon mal, wo ich das habe. Ich kann es ja schon mal freilegen. Sowas ist oft hier eine dankbare Stelle hier unten. Erde weggeschlagen, ne? Da jetzt nicht so, weil da kommen direkt Viecher durch. Ah! Okay. Das war aber noch okay jetzt. Und dumm ist auch, wenn man keinen festen Block im Inventar hat, wo man schnell ein Loch wieder zumachen kann. Ich wollte es mich gerade tun, weil ich gesehen habe, dass da oben so eine. Ja, prima, der hat mir natürlich jetzt hier alles schon mal freigesprengt. Brauche ich das nicht mehr ausheben? Aber so vom Lichtfaktor her. So. Komm, ein bisschen noch buddeln. Vielleicht verbirgt sich hier noch ein bisschen Redstone oder irgendwas. Kohle würde ja auch schon mal. Wäre immer was Nettes. Aber ist nix. Stotter kann ich gut gebrauchen zum Trockenlegen von Minen. Von Lavaseen. Von Minen. Von Lavaseen und da vorne die Lavastelle. Na komm. Komm, Gold noch ein bisschen. Da war doch nur ein Block Gold, das kann doch nicht sein. Lapis. Lapis Lazuli. Und keine Schippe mehr. Dann lassen wir das jetzt auch. Zack. So, und wenn jetzt wieder ein Creeper kommt und hier reinfällt, dann bin ich erledigt. Dann war alles wieder umsonst. Aber wie gesagt, das ist das Schöne an dieser Höhle. Es ist praktisch nur mein Keller, ne? Sofern ich nicht vergesse, da muss ich, glaube ich, langlaufen, ne? Das kommt ja dann immer doch noch erschwerend hinzu, dass man auch den Rückweg finden muss. Ich habe nur noch 5 Level, ne? Hat doch einiges gekostet. Die Sprengung, oh, okay. Oder vor allem vorher schon. So. Die Dinger hier mal weg. Potenzielle Fluchtwege. Das auch. Das ist nämlich jetzt ungefährlich. Aber jetzt müsste ich erstmal. Oh.
einem dann auch so ein Schubser vielleicht in die Lava oder so, ne? So, pass auf, jetzt machen wir den erstmal zu, da oben. Und gucken mal, wie das abfließt. Vielleicht habe ich ja Glück. Oh, das scheint da drunter noch weiter zu gehen. Da ist noch Holz. Das brennt gar nicht, das Holz. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt, aber war ja jetzt auch nicht so ressourcenlastig. Immer ruhig noch ein bisschen von dem Zeug hier weg. Ach so, der Gold. Ach doch, schade. Ja, der Goldblock ist weggesprengt worden. Aber das ist natürlich schade, ne? Aber auch sonst hier nicht mal irgendwie. Bisschen Redstone. Also schon relativ enttäuschend aus. So ein bisschen Eisen, also Silber habe ich eingesteckt. Ich höre immer irgendwas Zischartiges, also. Aber schon den begründeten Verdacht, dass hier noch irgendwo ein Sprengwurm sein Unwesen treibt. Ach so, was mache ich denn hier? So. Auch super. Geht ja wieder richtig glatt hier alles. Ah, da weiß ich noch nicht. Da bin ich lang gekommen, ne? Ach du meine Güte. Da geht's auch noch mal irgendwie lang. Komm, da gucken wir noch mal ein bisschen rein. Hier steht auch schon wieder eine Fackel. Dürfte auch meine sein, also. Aber hier ist noch einiges zu sehen. Aber hier ist irgendwie jetzt Schluss. Ja. Das bringt jetzt hier nichts. Nicht immer so mit Schwung um die Ecken rennen. Das kann auch schon mal böse enden. Aber hier, das ist noch mal ein bisschen, da könnte ich noch mal ein bisschen frei schlagen, um was zu sehen. Ich wollte eigentlich den Bereich da vorne bei mir da so ein bisschen ausbessern, ne? Dann bin ich jetzt doch in so einer Höhle gelandet, beziehungsweise in einem Minenschacht. Ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes als eine Höhle, ne? Höhlen sind noch ein bisschen unübersichtlicher. Gefährlicher. Oh, schön, ja. Keine Fackel mehr. Da oben ist wieder Licht. Ja, komm, das muss jetzt einfach schnell gehen. Dann sollte es klappen. Ohne Fackel hat das ganze Projekt jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Ich sollte mal dafür. Ja, ich habe mich jetzt auch irgendwie verlaufen.
Aber sowas von verlaufen. Hier stehen ja die Fackeln überall rechts. Das kann also nicht sein. Hier müssten links stehen. Hier ist da die Lava, die ich weggemacht habe. Hier bin ich doch lang gekommen. Genau. Und hier war doch da so ein bisschen Eisen drin. Und dann bin ich doch hier und auf jeden Fall hier lang gelaufen. Hier dann zurück. Nee, hier war ich doch gerade erst. Oha. Ja, gut. Hab ich mich doch hier. Jetzt ist die Fackel wieder rechts. Da war ich gerade erst. Hier noch weiter? So dunkel? Nee. Hier ist ja dann Schluss gewesen. Leute, Hilfe! Hilfe! Ich weiß es nicht mehr. Da kann es nicht gewesen sein. Sonst müssen wir einfach mal ein bisschen ausschließen. Da bin ich jetzt schon dreimal lang gelaufen. Was ist mit hier? Da geht es nicht weiter. Da ist dunkel und Wasser. Hier ist neuer weggeschlagener Bereich. Ne, hier bin ich schon angekommen. Das kann eigentlich nur sein, dass ich jetzt hier lang gekommen bin. Und auch entweder doch nochmal irgendwie da so. Ach, hier geht's noch ein bisschen weiter. Hier wohl irgendwie lang gekommen, wer weiß, ey. Oh. Ich renne hier in mein Verderben. Das ist ja nun mal klar. Oh, da ist irgendwie was mit richtigem Stein. Ach, guck mal. Oh. Puh. Okay. Alles klar. Essen. Das hole ich mir da auch noch, das Silber. Ja, aber kein Gold. Also Gold ist jetzt hinfällig geworden, aber auch kein Redstone gefunden. Ja, schon enttäuschend, ne? Das ist schon enttäuschend, aber bisschen Eisen nehme ich immer gerne mit. Da hängt noch mehr, aber hier ohne. Oh, nee, ohne Licht. Lassen wir das jetzt. Da renne ich lieber wieder hoch. Guck mal, so, da ist es schon, ne? Sind wir schon wieder zu Hause. In relativer Sicherheit. Puh. Fackeln, ja, Kohle habe ich, ne? Kohle müsste ja ein paar Fackeln noch so haben. Guck ich mal. Denn ist ja schon interessant da unten. Aber wie gesagt, jetzt vielleicht doch mal erstmal in der nächsten Folge so ein bisschen die Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Damit das unten ein bisschen sicherer wird, dass ich da nicht immer so einen Schiss haben muss. Und dass das alles ein bisschen cooler so angebunden wird. Ah, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Holz. Ja, die Holzkiste. Keine Ahnung. Kann auch hier rein. Da ist ja schon Kiste. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Hoppla. Haben wir hier noch ein bisschen Zeug. Okay, aber ich sag doch mal, ich sortiere hier ein bisschen das ein und dann schaue ich mal mich ein bisschen lustig um. Fackeln brauche ich dringend. Werde das mal ein bisschen craften. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir wieder ein bisschen mehr bauen vielleicht. Keine Ahnung. Soll ja mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel kommen, ne? Mal so, mal so. Zäune und Schienen. Auch noch wichtig, dass das vielleicht nicht verloren geht. Schienen nach unten. Wunderschön. Hier nochmal ein bisschen sortieren. Ah, dieses blöde Fleisch da. Ich muss hier irgendwo so ein. Ja, es ist diese Lava, hätte ich mir mal sichern sollen. Mir so einen Mülleimer bauen. Wobei ist auch blöd, ne? Dann kommt 1,7 raus und plötzlich kann man Gammelfleisch, was weiß ich, kann man da was ganz Tolles draus machen oder so. Wer weiß. Okay, dann würde ich mal sagen. Ich gucke auch mal nach dem Gras, ne? Und in der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann, tschüssi. Oh, das sieht ja schon gut aus.